sitze ich immer noch 1977 am 25.05. im Kino Krieg der Sterne. Jetzt sitze ich 41 Jahre danach, 25.05.2018, mit der neuen Datenschutzverordnung. Ja, Wahnsinn, alles. Ja, okay. Ah, herrlich. Sitze ich dann halt wieder im Kino, gucke Han Solo, die Story. Und jetzt lese ich hier so im Internet, Boba Fett hätten wir gern. So eine kleine Randerscheinung soll einen ganzen Film bekommen. Oder man will Obi-Wan Kenobi. Das Problem an Obi-Wan Kenobi ist, habe ich auch gerade nachgelesen, sollte dann zwischen 3 und 4 sein. Nur 3 und 4 müsste Obi-Wan Kenobi alt sein. Ist klar, weil er als alter Mann in 4 auftauchte, um Luke Skywalker zu retten. Und so weiter und so fort. Ja, also kann man nicht McGregor nehmen, oder man müsste McGregor ziemlich alt machen, damit er da in den Modus 4 passen würde. Aber merkt ihr nicht eigentlich, dass jetzt immer zwischen 3 und 4 so eine ganze Palette kommt? Also 1, 2, 3, ne? Und dann Luke, Han Solo, Obi-Wan, ne? Und was weiß ich, Boba Fett. Ja, also man, ja, also ich gucke ja Rogue One und 4. Ist für mich Star Wars, also Rogue One und 4. Episode, Krieg der Sterne. Hm? Hope. Obi-Wan Kenobi, Hope, ja, und dann 5, 6 und wenn ich Lust habe, 1, 2, 3, Karawane, der, oh, gucke ich nicht, die 2, da gab es ja auch 2, schaffe ich nicht, hat da nichts mit dem Alter zu tun, ich war auch damals noch nicht so alt, trotzdem, war drin und war enttäuscht, konnte ich nicht, aber ob ich das gesehen habe, nee, danke, keine Ahnung, war irgendwie so ein Puppenfilm oder was. Ich meine, da waren so die kleinen Ausreißer. Ne? Da gab es ja auch diese TV-Gesellschaft da mit dem TV-Film. Und dann gab es die Muppet Show, wo die dann alle aufgetreten sind und so. War an sich ziemlich viel Klamauk. Aber war unterhaltsam. So, wie gesagt, ich sitze jetzt immer noch hier 25. Mai 1977 in Krieg der Sterne und schaue mir das an. Und muss ehrlich gestehen, nicht der Film hat mich umgehauen, sondern THX und dieses Century Fox. Diese Einleitung. Dann ging das wieder zu. Dann kam die junge Frau da, also jung war sie nicht, aber egal. Mit diesem Bauchladen Eis für 1 Euro, eine Mark. Entschuldigung, eine Mark. Eiskonfekt für eine Mark. Und nachher später, wie alles so zu Ende ging, kam es 2 Mark, das Eiskonfekt. Na? Langnese, und dann kam auch die Langnese-Werbung, die ziemlich pfiffig war. Und dann kam erstmal Star Wars. Ja. Und wenn man sich das alles jetzt so anschaut, im Replay, 41 Jahre und jetzt Han Solo. Der Film ist okay, ich habe noch nichts gelesen. Ich habe auch schon versucht, den zu bestellen, geht auch noch nicht. Also E7 war ich gerade draußen, konnte ich ihn bestellen. Also vorbestellen. Bei E8 war ich gerade draußen, konnte ich ihn vorbestellen. Nur Han Solo nicht, warum, keine Ahnung. Den versuche ich die ganze Zeit vorzubestellen. Auf verlaufender Kamera, Han Solo. Die Story, jetzt schreibe ich einfach mal DVD und. Nee, Papier könnte da, aber keine DVD oder Blu-ray, kann man nicht vorbestellen, ne? Ist schon merkwürdig, dass die da sich Zeit lassen mit, weil im September, Oktober hätten wir gerne. Nee. Es kann ich haben, eine Tasche kann ich haben, ja, Taschen kann ich haben, aber nicht die Blu-ray. Ne? Ja, ich pumpe mich hier so ein bisschen mit Medikamente voll, deswegen geht das einigermaßen. Ne? Chinaöl und ein komisches Kräutergewächs, was man da tropfenweise übernehmen muss. Also ich werde mich morgen übermorgen ausruhen. Also ich bin immer noch pitschnass und jetzt fängt jetzt schon wieder an, ich muss gleich unterbrechen, weil ich muss ein Taschentuch haben und ja, geht nicht anders. Freunde, Star Wars, hey, da muss man durch. Also, eine Sendung machen unter Erkältungssymptomen macht keinen Spaß, dürft ihr mir glauben. Aber Augenbrillen, ja, die Nase sippt, kriegst kaum Luft, der Wetter ist auch so drückend. Ach,
Da ist der Lustfaktor gleich null. Aber egal, müssen wir durch. Bis später. Oh Mann. Langsam geht mir die Grippe auf den Keks. Boah, nicht nur, dass die Luft zum Schneiden ist. Man hat zwar Gewitter angesagt, aber ich bin immer noch am 25.05.1917 im Kino. Da drüben läuft 4. Genau. Also zum ersten Mal. Wenn ich ihn haben sollte, lass ihn hier, zeige ich euch, dass ich jetzt 4 sehe. Ne? Ich habe den kompletten Film, den streame ich gerade da für meine Kunden ohne Ton. Die dürfen den nur sehen. Die hat einen Jungen da, da muss die alles wieder umstellen, weil er wollte Grievous sehen, Nilius sehen, Raven, er wollte mal wissen, was das überhaupt ist, weil er gar keinen Plan davon hat. Dann wollte er die ganzen Sith-Lords sehen, den Plagueis und so weiter und so fort und hat dann auch das erzählt, was Anakin da, ist ja gar nicht der wahre Böse. Nee, das war halt nur ein Experiment, was zum Schluss missglückt ist, weil der Imperator dann leider nicht war. Und wenn man den im Spiel dann hat, mit dem Imperator, dann den Star-Lord, den kleinen Jungen, wo Darth Vader den kleinen Jungen ausbildet, Starkiller, ja, ne, da wollte man ihn ja auch und so weiter. Also ist schon eine tolle Sache, weil man da alles rausmachen kann. So, unter uns. Wir sitzen jetzt, wie gesagt, heute am 25.05.1977 im Kino. Und wissen ja noch gar nicht, was alles auf uns zukommt. Jetzt kommt der Zeitsprung. Ja, 25.05.2018. Ich sitze vor der Kamera und erzähle darüber. Episode 4. Und jetzt haben wir eine Menge. Ja, nein, haben wir jetzt. Alle sind nicht mit allem zufrieden. Einige sind am Nörgeln, einige sind am Haten, einige rufen zum großen Boykott auf und andere bleiben 4, 5, 6. Sie bleiben in 4, 5, 6, das war's. Bekommen den ganzen Zauber von 1, 2, 3 nicht mit, bekommen das Neue nicht mit wie Rogue One und Han Solo immer noch nicht zu kaufen. Ich drücke schon immer drauf, kann immer noch nicht vorbestellen, dass ich sie in Blu-ray 3D bekomme. Diesmal dauert es halt. Vorher etwas länger. Ja, okay. Hallo. Oh. Hi. Vor 41 Jahren hatte ich keine Grippe, ist klar. Aber heute habe ich sie. Trotzdem mache ich einen Videoclip. Und wenn ich mir das alles so angucke, da. Wir sind gerade da bei den Bantas. Wo er. Und Obi-Wan sagt, dass die Stormtrooper da präzise Schützen sind und präzise geschossen hätten. Ja. Ich habe Streaming, ich habe einen riesen Fernseher. Da lasse ich es gerade laufen. Ich hätte schon Interesse, eine riesengroße Dekoration zu machen im Jahr 2019. Müssen wir schauen. Ich muss auch mal Cinemax ansprechen, ob die Pappe freigeben von Han Solo, was sie natürlich nicht machen werden, aber fragen kann man nicht machen. Ich habe ein riesengroßes Schaufenster, da würde schon reinpassen, wenn ich das dann da hinstellen würde. Werde ich auch gleich machen. Momentan reden wir alle über das neue Datenschutzverordnung unter den großen Schwachsinn. Ich musste auch heute schon etliche Kopien machen für diese Verordnung, weil die Kunden das halt brauchen, den sogenannten Datenerhebungsbogen. Für einige Ärzte sogar. Ärzte müssen fragen, ob sie die Daten verarbeiten dürfen. Also auf eine Art muss jetzt jeder schreiben, der Daten verarbeitet. Wir verarbeiten keine Daten, wir erheben keine Daten. Deswegen brauchen wir das nicht. Wir machen halt nur das, was der Kunde möchte und das kriegt er dann auch. So, nebenbei, wir sind ja hier schließlich noch im Shop. So, meine lieben Freunde, Star Wars Community Wohnzimmer. Euer Admin hat leider die Grippe und ich habe jetzt keine Lust dauernd auszumachen. Doch, jetzt wollte ich. Moin. Ich finde es immer gut, wenn so die alten Filmfreunde kommen. Wie gesagt, es läuft ja gerade hier 41 Jahre Star Wars. Kriegt ihr Sterne auf einen riesen Monitor und dann haben wir geguckt. Ich sag mal, hast du den Film noch? So ein Western, der King von Amazona. Und ich dann geguckt. Mensch, das ist ein Film von mit Vincent Price aus den Jahren 1950. Ne? Eva Baron mit von Arizona.
kann man bei Amazon leider nicht kaufen. Das war, ist leider noch nicht. Und Amazon Prime hat es auch nicht. Also es ist ein uralter Western mit Vincent Price. Und er erinnerte sich auch, wir philosophierten über die ganzen Kinos um uns herum, die es mal wirklich gegeben hat. Jetzt natürlich nicht mehr. Überall sind Konsum drin. Da ist schon wieder so ein Pleite-Konsum, wurde drin. Mal hin und wieder fragen meine Kollegen, ey, soll man nicht da reingehen? Ich mache wieder so ein Kino auf mit diesen ganzen Medien und Kopien und ihr macht eure Pizza und so. Aber naja, klappt halt nicht. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld über, um ein Privatkino zu machen. Zum Beispiel für Fans. Von Fan-Film-Kino. Das wäre schön. Ein Fan-Film-Kino. Nur für Fans, die da reinkommen, auch kostümiert und so. Die dann auch mieten können. Auch ihre Partys da feiern könnten. Aber wie gesagt, solche Projekte in der heutigen Zeit klappt nicht. Weil ja viele mitverdienen. Und deswegen habe ich auch gerade wieder angemacht. Er fand das gerade sehr schön. Mit dem sogenannten neuen Datengrundgesetz oder Datenerhebungsgesetz da. Hey Freunde, ihr seid Star Wars Fans. Warum, wieso, weshalb? Ne? Müsst ihr jetzt ausfüllen, Datenschutzgesetz. Ne? Du bist nämlich Fan. Und weil du Fan bist, musst du jetzt erklären, warum du Fan bist. Ne? Wieso, weshalb, warum? Ich meine, das haben sie gerade hier beim Postillon, deswegen bin ich etwas euphorisch. Was bist du? Blond? Alt? Und dann hast du ein orangefarbenes Gesicht. Ja? Dann bist du Trump. Dann bist du der Präsident Trump. Alt, blond und rosafarbenes Gesicht. Ja, jetzt muss man überall Fragen stellen. Ne? Jetzt werden überall Fragen gestellt. Ja, bist du ein Fan von Star Wars? Wieso, weshalb, warum? Warum willst du den Film sehen? Ja, musst du begründen. Dürfen deine Daten erheben, wenn du in den Film gehst? Wie alt du bist? Warum du in den Film gehst? Und welcher Schauspieler dir gefällt. Ich meine, das wäre ja kurios, aber eines Tages wird das so sein. So, wenn jetzt hier ganz viele Menschen sitzen, muss man die immer alle fragen. Und dann vielleicht noch vor laufender Kamera, damit man nachweisen kann, dass jeder einverstanden ist, vor laufender Kamera zu sitzen und zu sprechen. Ne? So, ich habe mich selber gerade genehmigt, dies getan zu haben. So, etwas immer noch gruselig. Ich fühle mich immer noch schrecklich und bin stolz drauf, 41 Jahre Star Wars involviert, 30 Jahre. Und wie gesagt, jetzt 11 Jahre normal, ganz normal. Jetzt gehen sie da durch, alle da, ne, werden sie verpfiffen. Ja, Wookie, Chewie geht gerade auf den Falken zu und das ist ja eine Schrottmühle. Ja, jetzt wird fertig. Also, ist schon. Es bleibt Star Wars, macht so viel Spaß, verbindet. Natürlich hätte man jetzt viel Spaß gehabt, wenn man das jetzt hier unter vier Augen hier so beim Stammtisch. Ich hatte ja schon einige hier, das wisst ihr ja. Wer war denn hier? Also hier war, das wisst ihr ja, Yalushi, Marco und Klaus, alte Teig, Leier. Ne? Ja, mit den anderen habe ich halt nur so gesprochen, aber privat waren sie hier. Die anderen kann ich nicht nennen, das war DC und Marvel. Die haben da mit Star Wars nichts zu tun. Sie sind zwar jetzt von DC und Marvel auf Star Wars übergegangen, aber trotzdem kann ich es nicht nennen. Ich kann sie hier rumtanzen lassen, weil die Genehmigung habe ich nun mal. Da haben wir im Green Room gearbeitet, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, das Datenschutzerhebungsgesetz. Demnächst werden wir gefragt, wenn wir ins Kino gehen, wieso setzen wir uns. Warum gehen wir in das Kino? Warum wollen wir diesen Film sehen? Warum wollen wir unbedingt das haben? Ja, wenn das so weitergeht, dann muss ich einfach wirklich sagen, die Welt ist nicht nur irre, sie ist irre. Die hat sich so eben bestätigt, dass das nur irre sind. Ja, so. Ich kuriere mich aus. Genau. Ich kuriere mich aus und freue mich. 41 Jahre Star Wars, sitze jetzt da, schau mir wie gesagt den Film an, macht Spaß. Genau, dass ich ihn wirklich geguckt habe, meine lieben Freunde Star Wars Facebook, Star Wars Community, wollt ihr mal, ich knall ihn jetzt auf die Seite, dann könnt ihr mich gucken. Genau, gucken wir alle gleichzeitig jetzt hier, genau, mache ich, den Fall, geht da hin, seht, habe ich gemacht am, genau, 25.05.2020. Quatsch, 1977. Mache ich jetzt. Und ihr könnt sehen, dass ich ihn auch gesehen habe. Ich habe natürlich gestreamt. Wenn ihr auch streamen könnt, dann drückt da drauf und streamt ihr euch auch. Dann gucken wir alle. Dann gucken wir wirklich alle heute
Star Wars Krieg der Sterne. Mann, wäre das geil. Das will auch alle verbinden, oder? Naja, könnt ihr darüber diskutieren und schreiben. Wie gesagt, das Video ist ja jetzt da etwas verspätet jetzt gekommen. Aber naja, egal. Ich weiß nicht, wann du den Videoclip jetzt siehst, aber kannst ihn trotzdem, wenn du Lust hast, bei uns Star Wars Community Wohnzimmer eben anklicken. Alles klar. Da wollte einer in Moers. Und zwar 47441 Moers, eine sogenannte Star Wars Party machen. Hat auch alles so riesengroß bei Facebook reingehauen. Ich nenne jetzt nicht den Namen. So, und die bekanntesten wären sicherlich gekommen. Da wäre auch der Thomas bei gewesen, der Overlord mit seiner Gruppe. Ja, ist auch eine Gruppe. 1 Euro kostet die im Monat. Ist also immer Zubrot. Gewinnt, so nennt man das. So, jemand hat ihn dann, glaube ich, verpfiffen, deswegen geht die Party nicht. 500 Leute sollten kommen. An sich machen wir ja jeden Tag sowas, auch Partys. Das ist ganz einfach, man meldet die ein in eine öffentliche Veranstaltung, meldet man an bei der Polizei, weil dann ein Riesenaufgebot von Menschen entstehen kann. Nämlich 500 wollte er haben. Auch in Moers geht sowas. Das ist eine kleine Stadt, vorne reinfahren, hinten raus, bist du schon in Kempten, aber auch egal. Jedenfalls auch in Moers geht sowas. So eine Party zu machen. Man muss nur eine Party anmelden mit dem Motto. Man muss als Motto Star Wars Universe, also so Star Wars mäßig, da kann weder Disney oder sonst einer was dagegen haben. Da braucht man keine Lizenzrechte, weil dort kein echter Star Wars entsteht, sondern Fan. Es sind Fans, die irgendwelche Klamotten anhaben, die grenzwertig oder super sind, super weniger, mehr grenzwertig. Und dann eine Party machen, halt in so einem Outfit. Auch die Kulisse, alles darf man machen, ist überhaupt kein Thema. Auch nach dem neuen Datenschutzgesetz, das wir, was wir jetzt haben, müsste er natürlich sehr viele Fragen über sich ergehen lassen. Wieso, weshalb, warum? Ja? Weswegen? Und welches Ziel das Ganze hätte, bevor er die Party ab heute hätte machen dürfen. So sieht's aus. Ganz lustig, auch wenn einer auf der Straße euch fragt, sag mal, ich will jetzt zum, keine Ahnung, zum Theater sowieso, dürfte man rein rechtlich betrachtet nach dieser Ordnung, ist jetzt kein Scherz, keine Auskunft erteilen. Denn er müsste sagen, warum er dahin will, also er müsste sagen, warum er zum Theater will, warum er zu dieser Straße will und auch sagen, wer er ist. Ja, an sich, so bescheuert ist das neue Datenerhebungsgesetz, sag ich jetzt mal, wenn man es mal genau nimmt. Jeder, der Auskunft erteilt, müsste sagen, wieso, weshalb und warum. So, dieses Video hier ist natürlich gemacht zur Freude, zur Unterhaltung und soll alle die ansprechen, die dieses Thema mögen. Star Wars, Universe, Lucas LTD und Kennedy und Mark Hamill und Harrison Ford und Ehrenreich. Wie gesagt, ja. Und ja, so ist das nun mal. Man muss das nur richtig machen. Ne? Ich mache eine Party, lade alle ein, aber das Motto ist Star Wars. Star Wars Kostüme, am besten richtig originell und so weiter und so fort. Und dann war es das. So. Und Problem in der Geschichte ist, solche Leute, die da Partys organisieren, wollen ja auch Geld verdienen. Ne? Umsonst macht da keiner. Also wenn ich jetzt hier 500 Gäste mir einlade, brauche also richtig auch ein paar tausend Euro, um das klar schön zu machen, weil da zahle ich ja dann alles. Ne? So, aber wenn einer da sagt, ey, ich will eine Party machen, da kann jetzt schon mal sein, dass Geld mitgebracht werden muss. So sieht's aus. Oder halt meistens da finanziell dran verdient werden will. So, irgendwas mit Star Wars machen geht nicht, das ist richtig. Disney sagt immer nein, egal zu was. Auch die sogenannte Disney-Sendung helfen die nicht. Deswegen ist das ja auch eine Fansendung, keine Disney-Sendung, sondern hat auch damit gar nichts zu tun. Wir sind unter uns, ich bin unter mir selbst, sitze vor der laufenden Kamera in meinem Unternehmen, ja, habe meine Kunden, mit denen ich darüber philosophiere und so weiter und so fort, habe aber keinen Nutzen dadurch, aber habe Spaß. Ja. Weil der Service, der bleibt, so oder so, und es macht einfach nur Spaß, mich mit Kunden darüber zu sprechen, über die Filme und so weiter. Und wenn wir die Sendung machen mit Yajushi und Marco, Italien, Japan und meiner einer in Deutschland,
so eine Art international. Ist es eine Fangeschichte? Das ist unser eigenes, wie wir es empfinden. Ja? Und wenn andere dauernd dazwischen blöken, dann empfinden die da ihre eigene Sache. Dann sollen sie ihre eigene Sendung machen. Das Schöne daran ist, ihr sollt ja mitdiskutieren. Ihr sollt ja mitdiskutieren und ihr sollt ja auch was darunter schreiben. Meine lieben Freunde, ihr müsst auch liken. Ja, YouTube will auch Likes sehen. Wenn YouTubes, ich habe zwar super tolle Echos, aber keine Likes, dann sagt YouTube auch, was soll das? Ne? Und das ist das. Ne? Und wie gesagt, darum geht es ja auch. Also man kann nicht hergehen, was toll finden und dann kein Like da lassen. Also ihr müsst schon Likes da lassen. Liken, liken, alle Videos, die ihr findet, liken, liken, geht nicht anders. YouTube braucht das, leider. Also ich müsste YouTube auch fragen, hör mal, wieso, weshalb, warum like ich das? Warum empfinde ich das so? Also das Gesetz ab heute ist Banane. Aber wollte ich nur gesagt haben, da sind so kuriose Sachen da. Ich mache eine Party, mache eine auf dicke Hose und dann aber, nee, die Party fällt aus, weil mich einer verpfiffen hat bei Disney. Ich wollte eine Disney-Party machen, das geht aber nicht. Nee, nee, Leute, ihr dürft alles, alle Partys dürft ihr machen. Ihr dürft Partys machen im Motto, Präsidenten. Alle Präsidenten dieser Welt erscheinen da, Kwai Fing Fang Fung oder Trump oder keine Ahnung, oder Obama und Nixon oder keine Ahnung, wer da auftaucht. Ihr müsst es nur als Motto. Motto Star Wars, mehr ist das nicht. Das ist nur ein Motto. Und echte kommen ja da nicht. Ja, und ihr verdient ja auch nichts dadurch. Aber wenn ihr eine Party macht, um Geld zu verdienen, oder eine Organisation gründet, um Geld zu verdienen, das gibt Ärger. Würde ich sein lassen. Auch kein Euro. Denn muss das kostenlos sein, darf nichts kosten und so weiter. Und darf auch keinen Gewinn erzielen. Das ist wichtig.